Ja, ein ganz herzliches Willkommen. Jetzt wurde aber das doch. Ja, es wurde auf jeden Fall jetzt doch kurzfristig doch nicht entschieden, dass ich diese Dive doch nicht werken kann. Ich habe mir gedacht, ich werde das in einem fantastischen Video einfach machen. Ich habe mir gedacht, jetzt ist nicht mehr die Zeit dafür, das zu machen, weil ich habe einfach gedacht, komm, jetzt habe ich keine Lust mehr drauf. Jetzt geht es mir auch gerade nicht so perfekt gut, weil ich irgendwie nicht so beruhigt bin. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt mache ich einfach an einem anderen Tag. Also auf jeden Fall heute nicht, ihr Lieben, aber beim nächsten Mal, wenn ich wieder Bock drauf habe, auf der Nintendo eShop-Seite. Ich denke mal, am Freitag, ne, am Donnerstag würde ich so versuchen, diese Videos zu machen. Doch, ich würde auf jeden Fall versuchen, am Donnerstag darauf zu reagieren. Auf die Nintendo E3 Pokémon Direct. Ne, auf diese Nintendo Pokémon Direct, die ich am 5. Juni nicht gemacht habe. Ich, Dolly, dummer. Dummer Dolly, ach komm. Wie gesagt, wir werden sie auch nachholen, aber erst am Donnerstag. Okay. Los geht's, wir spielen einfach jetzt mal eine Runde Pool 2 und Zelda. Zelda. Perfekt. Viel Spaß und ganz viel Spaß. Bis gleich, ihr Lieben. Sehr viel Spaß. Jetzt geht's weiter mit einer neuen Folge von ja, Zelda's Perfekt Selection Zelda's Perfekt. Entschuldigung, ihr Lieben. Ich bin nicht so ein YouTuber, der sagt Zelda's Perfekt. Nein, ich sag, so wie es drauf steht, auch Zelda's Perfekt. Genau, ich sage es nicht hier. Nö. Das heißt Zelda. Bitte, knies halt an ich. Ach komm, was, ich laber drum rum. Ich bin einfach nur zocken, okay? Los geht's. Und sorry, weil ich immer so Quatsch labere, aber ich muss mal sowas sagen, weil ich es einfach immer nur verstehe. Weil ich immer nur negativ verstehe, aber egal. So, los geht's mit Mario T. Ich freue mich drauf. Wir haben gerade erstmal wieder tun, weil wir müssen ja auch gerade Turm der Götter, genau. So, hochhalt leider gehen. Ja, ich habe leider den Landen geschafft. Jetzt muss ich ja diesen ekligen Teil des Spiels halt wieder spielen, aber ich versuche auch mich anzustrengen. Also keine Sorge, Lieben, keine Sorge. Ich habe mir schon irgendwie. Sieh mal, Mario T, ja, hallo. Was ist hier los? Was ist hier los? Aha, da oben ist ja irgendwas, ihr Lieben. Oh, wie cool ist das denn, ihr Lieben? Wie geil ist das denn? Ja, geil, scheiße. Die Treppen, die führen war ja nach oben, also vor. Cool, scheiße. Suchen wir die nächste Gleittafel. Ja, machen wir. Alles gut, machen wir. Los geht's. Let's go, genau. Wir machen uns bereit für die nächste Gleittafel. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Sehr cool. Hier ist die nächste Gleittafel. Let's go, genau. Das ist der nächste Raum für diesen Let's Play. Für diesen Let's Play Anblick hier, für diese Phase, wo wir uns gerade befinden hier, in welchen wir sind gerade kurz nach dem Atlanten auf jeden Fall wieder zurück und jetzt wird es echt anstrengend, wie ich gerade merke. Ja, genau. Das wird sehr anstrengend. Oh, na egal, ich muss halt heute ein bisschen früher Schluss machen. Ich habe mir gedacht, ich will heute auf jeden Fall nicht mehr den Chain News Gedöns mache. Ich werde nicht mal dieses Chain News Gedöns machen. Ich hoffe, ich selber nicht mehr so sauer darüber. Ich habe jetzt, glaube ich, auch keine Zeit mehr für das Chain News Gedöns. Also, sorry. Aber ich werde versuchen, mich hier wegen nichts bei Zelda's Projects und bei Pusikus halt mich da und um da zu melden. Das ist auf jeden Fall meine Idee heute. Und meine Action, die ich halt auch heute verbringen möchte. Los geht's, genau. Oh, das heißt, muss ich wirklich wieder in so eine steckige Richtung? Ja, musst du leider. Ach, egal. Ja, tut mir leid, aber du bist halt manchmal ein bisschen fies. Du bist halt manchmal ein bisschen fies, aber egal, kein Problem. Ja, du bist wirklich streng. Wie lange ist es denn da drin? Wie lange ist es da drin, wo ich auch halte? Weiß ich gar nicht. Schau mal, lieber. Wann. Immer das gleiche mit dir, immer das gleiche, ne? Ja klar, aber ist egal, kein Problem. Ich wollte nur sagen, dass das egal ist, ja. Solange du da durchhältst, solange du nicht stirbst. Ist auch alles gut, okay. Wenn euch jetzt gerade wundert, warum ich diesen Stift gerade gewechselt habe, ja, ich habe mir gedacht, komm, die Verpackung, die ist echt nervig und da habe ich mir gedacht, komm, ich wechsle einfach erstmal die Verpackung. Und jetzt habe ich verkackt. Ja, egal, komm. Ja, egal, komm, ist egal. Passiert mal, kein Problem. Doch kein Problem, ihr Lieben, ist doch kein Problem. Finde ich auch nicht, ihr Lieben, alles gut. So. Vielen Dank, dass du mich durchgehen lässt. Vielen Dank, dass du mich durchgehen lässt. Ich habe auch einfach eine gute Laune, ihr Lieben. Ich hoffe, auch ihr versteht das, ihr Lieben. So, hier
haben nämlich eine neue Sache bekommen. Hier ist einmal drin in der Schatztruhe. Und das ist die Krone der Rote. Okay, sehr cool. Die wird auf jeden Fall auch immer schön verglänzt. Ach, guck mal, schön. Guck mal an. Immer nur wann, wann, wann. Alter, kein Problem. Alles gut, Baby, alles gut, sehr schön, egal, scheiße. So, du hast einen Lichttropfen erhalten. Okay, vielen Dank. Alles klar, du geiles Ding. Weil jetzt vielen Dank, so. Wo könnten wir weitermachen? Ich glaube, hier ist ein Weg, genau, hier ist auch ein Weg zum Lichttropfen, aber wie komme ich da vorbei? Pust vielleicht? Nee, okay, geht nicht. Ach, wenn der Mann, genau, wenn der Ritter kommt, genau, wenn der jetzt gleich kommt und sich vorstellt, dann könnte man vielleicht ganz schnell laufen, doch. Das würde klappen. Let's go. Sehr nett, Dankeschön. Sehr nett von dir, dass du einfach mir meinen Platz übergenommen hast. Vielen Dank, ne? Also vielen Dank, dass du meine Hilfe unterstützt hast. Vielen Dank, weil ich komme ja auch ohne die gar nicht hier raus. Jetzt würde ich gehen wieder. Genau, jetzt könnte ich wieder gehen, weil du mir diesen Feuer Strahler ableitest. Vielen Dank auf jeden Fall. Nochmal vielen Dank. Also echt geil. Das ist echt eine gute, ja, Idee auf jeden Fall. Aber wie komme ich da hin? Und wo ist eigentlich überhaupt Zelda drin? Ich weiß gar nicht mehr, wo die ist. Zelda. Egal. Alles gut, Baby. Alles gut. Ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht so sauer, wenn ich heute die Schädigungsfolge doch verspätere. Ich hoffe, ich bin nicht so. Ich hoffe, ich bin nicht so selber verantwortlich darauf, immer zu sagen, ja, ich habe mich eigentlich darauf vorbereitet, heute die Schedule-Folge zu machen, aber nee, ich habe natürlich wie immer versagt. Ach egal. Ich habe gedacht, morgen früh, wenn ich morgen früh kann, wenn ich morgen nicht schlafe, dann werde ich morgen auf jeden Fall auch die Schedule-Folge machen. Wenn ich es aber nicht schaffe, wenn ich halt morgen schlafe, dann kann es morgen Mittag kommen oder erst morgen Abend. Das wird dann erst so sein. Okay, ich hoffe, wir werden diese Dauer erleben, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft heute. Ich finde es wichtiger, jetzt Zelda Spirit und mein Lieblingsspiel, Purikus spielen. Oh Gott, scheiße. Na gut. Aber wie komme ich jetzt wieder schön in so eine Tropfen da rein? Das ist mein Problem gerade. Wo ist bitte schön Zelda? Ich habe es gar nicht gesehen. Wo ist Zelda eigentlich? Wo ist bisschen Zelda oder muss man die pusten, die Tropfen? Kann auch sein, ne? Puh, ja, kann auch sein, mein Fresse. Ach genau, jetzt war ich ja. Jetzt weiß ich ja, wie es ging. Ah, okay, alles klar. Vielen Dank und Entschuldigung, weil ich so lange gebraucht habe. Ich wusste gerade nicht, wie es geht, aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Alles gut. Alles gut, Dankeschön. So. Und wenn Nummer Tropfen 3 gefunden. Sehr schön. Kein Scheiß. Ja, guck mal, wie geil ist das denn? Du hast einen Lichttropfen erhalten. Hast du davon drei, ja, Stärken? Halt, Lichttropfen, dein Schwert, dein Schwert, sorry, Entschuldigung. Die heilige Kraft der Tropfen stärkt nun dein Schwert. Okay, vielen Dank, du Schweinchen. Vielen Dank. Jetzt kannst du Vaturme und ja, halt andere vier besiegen. Vielen Dank, ja, alles gut, vielen Dank. Das glaube ich noch, weil geht's auch, oh, Entschuldigung. Das tut aber wirklich leid. Egal, kein Problem. Kein Problem, ist alles gut. Oh nein. Er habe ich sogar von weitem gesehen. Wie kann man mich eigentlich davon sehen? Das wirklich jetzt. Und schon wieder so müde, das schon wieder. Darf ich wahr sein? Ich bin schon wieder so müde, jetzt darf ich wahr sein, ey. Darf ich wahr sein, aber ist egal, kein Problem. Kein Problem, ich habe doch so gute Laune auch gelieben. Alles gut, genau, kein Problem. Mensch, aber wie mache ich das am besten jetzt? Ich weiß nicht. Einfach von hinten angreifen, ne? Kann ich ja mal versuchen. Das glaube ich auch. Genau. Ah, okay, jetzt weiß ich ja. Ja, jetzt weiß ich ja auch Bescheid. Auch sorry, ihr Lieben, sorry. Kannst du vergessen, genau. Ich wusste nämlich gerade nicht, wie ich das machen sollte, aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Genau, wir müssen nämlich unseren Zelda Rüstungsschild erstmal halt so und danach, wenn wir Zelda in einem Phantom gesteckt haben, dann können wir bestimmt auch mit den Phantom rumlaufen. Jetzt habe ich verstanden. Ach, sorry, Entschuldigung. Ja, das war mein Problem. Ich habe ein Phantom übernommen. Ja, guck mal an, wie geil ist das denn? Jetzt kann ich durch Feuer und Lava laufen. Ja, guck mal an, wie geil ist das denn?
Und ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe von dir auch nicht weg. Okay, vielen Dank. Ich bin noch ein bisschen verschlafen gerade, deswegen bin ich auch gerade nicht so versuchen. Ich bin nicht gerade dazu da, wie hier auf zu bessern, aber ich bin gerade echt K.O. Ich bin gerade am Arsch. Ich bin gerade so müde, aber ich versuche mich gerade noch anzustrengen. Das Ärgste noch, dieses Video hier machen kann. Ja, wirklich jetzt, ihr Lieben, alles gut. Diesen Körper macht mir jetzt nichts aus. Okay, vielen Dank. Kletter auf mein Schild. Dazu musst du mich antippen. Okay, vielen Dank. Ja. Achte darauf, dass du nur von einem höher erhöhten Ort aus aufsteigen kannst. Okay, danke schön. Also von deiner erhöhten Position, wo du gerade stehst, da kann ich auf jeden Fall auch aufsteigen. Wie sehr, genau. Richtig geil. Cool. Das ist ja echt eine gute. Clevere Idee, meiner Meinung nach. Echt krass gemacht. Okay, schön. Schön. Und dann geht's weiter. Okay, alles klar. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Alles klar. Weiter geht's. Los geht's. So schön. So. Guck mal. Guck mal. Guck mal, was die Zelda einfach alles kann. Und Zelda hat bravo gemacht. Hat echt bravo gemacht. So, vielen Dank. Hat echt exzellent bravo gemacht, meiner Meinung nach. Okay. So. Wir müssen warten, bis die kommen. Okay, dann. Dann rufen bitte einmal Dankeschön. Ja, und das geht da rein. Los geht's. Ich würde sagen, der Rest, den gibt's aber nächstes Mal bei Zelda Spirit Tracks. Ich bin jetzt echt K.O. Den Rest gibt es jetzt noch mit Polgus fahren. Danach bin ich eher im Schlaf, weil ich echt gerade schon wieder K.O. bin. Aber egal. So. Gleich geht's weiter mit einem anderen Spiel. Vielen Dank auf jeden Fall auch für eure Aufmerksamkeit. Bis dann, bis dann, bis dann. Einmal speichern, wenn es geht. Vielen Dank, dass du speichern willst. Vielen Dank, du Zelda Linky. Vielen Dank, Zelda, und vielen Dank, Link, dass du dir echt angestrengt hast. Dass du nicht runterfällst, okay? Vielen Dank. Bis gleich, alles gut. So, jetzt freue ich mich auf jeden Fall auch drauf auf mein neues Let's Play-Pärchen. Genau, mein neues Let's Play-Part. Abenteuer geht heute einfach mal wieder los. Nämlich mit Pulsukus, weil ich hoffe, ich bleibe ein bisschen wach hier. Weil meine Augen sind echt am Arsch, weil ich merke gerade schon wieder, ich bin so müde und das darf nicht wahr sein, ey. So. Ich würde sagen, machen wir eben einen schnellen Kampf aus Spaß und danach gucken wir mal, was wir noch machen. Ja, ich würde sagen, so ein kleiner Kampf mit einem Spademane. Wird auch gut, oder? Doch, würde ich auch sagen, dem ist auch genau. Alles gut. So. Ja. Ich weiß ja, was jetzt zu tun ist. Man spielt ganz automatisch verschiedene Kämpfe und ja, wenn ihr es nicht kennt, dann ja, dann kennt ihr es einfach erst kennen. Alles gut, das ist auch genau. Wir spielen eine Runde heute mit diesen Spiel herum. Nicht wundern, warum ich die Kamera gerade hoch mache, weil ich will euch auch das Lebens, diese Lebensdauer zeigen. Dieses HP oder diesen KP-Leben-Anzeiger Spalten. Den möchte ich euch auch noch zeigen. Und jetzt, ja. Können wir beginnen. Das glaube ich genau. Vielen Dank. So. Einmal 7 Schaden gemacht. Guck mal her, wie geil ist das? Ein geiler Scheiß. So. Vielen Dank. Ja. Let's go. Und wir sind gar nicht mehr so schlecht gestartet. Jetzt geht es auf jeden Fall wütend werden, okay? Ja, gut. Kein Problem, ist alles gut. Alles gut, danke schön. Und jetzt macht der Fischer. Aha. Boah, ey Junge. Würde gerade verarschen, hat 8 Schaden gemacht. Dieser fucking Schamane, sorry. Der hat mich gerade einfach richtig abgezogen. Er hat wütend werden genommen und dann hat er noch schlau, wie er nur war, hat er dann sofort alle roten Pänzer zerstört. Hat er fucking 18 Schaden machen kann. Er konnte mir einfach gerade 18 fucking Schaden machen. Wie in diesem Feuerschlag, weil er so gut und klug ist. Also, beste Leben, ne? Also, so viel Glück kann man aber auch immer haben, ne? Also wirklich, jetzt hat er echt Glück gehabt. Aber okay, kein Problem. Okay, jetzt mach keinen Scheiß, bitte. Vielen Dank. Alles gut. So. Jetzt macht er halt jetzt nur 7 Schaden, aber es trotzdem auch viel. 7 Schaden für sowas ähnliches. Ja, okay. Alles gut. Kein Problem. Alles gut, cool, kein Problem. So, sehr schön. Sehr los. Sehr lustig. Sehr lustig, was du hier alles machst. Schamanen, Schlamanen. Du hast Schamanen, Entschuldigung. Immer spreche ich alles falsch aus, aber super, kein Problem. So. Immer sehr los. Mäßig hier drauf alles. Mit Zinose, wie auf der Kirmes und danach ist alles am Arsch. Weil unser aller möglichen Schütze
die wir gemacht haben, die wir halt uns auch verdient haben, die sind halt auch alle weg. Ach komm, das war's, scheißegal. Hauptsache, wir sind noch am Start und nicht die Schätze. Weil am wichtigsten ist einfach, wenn man noch leben kann, noch atmen kann, noch einfach alles machen kann. Meiner Meinung nach, genau. Das wäre meiner Meinung nach einfach richtig. Das wäre auf jeden Fall auch wichtig, ihr Lieben. Und das wäre auch richtig, ja. Würde ich sagen, alles gut beim Jungen, alles gut. So. Macht der nächste kritisch schon wieder von Schamane. So. Der gute Schamane, der legt ja einen drauf, wie ich gerade merke. Guck mal, der hat mich schon wieder 50 Schaden abgezogen. Nee, der ist Schaden. Ach, sorry. So müde gerade, ach komm. Mach es bitte, Dankeschön, vielen Dank, ja, alles gut. Ich bin gerade so am Arsch, warum auch immer. Ich bin gerade so müde und das darf nicht wahr sein. Ich war noch nie so müde irgendwie. Aber okay, kein Problem. Ich war noch nie so müde irgendwie, so richtig war ich noch nie so müde. So. Weiß auch nicht, warum ich so komm auf einmal. Komisch, weil ich einfach so müde auf einmal bin. Naja, egal, kein Problem. Okay. Und der macht wieder Scheiße, ach komm. Kein Problem, ist alles gut. Alles gut, kein Problem. So, los geht's. Ausmessen, los geht's. Hat nicht mehr so viel gebracht diesmal, aber komm. Nächstes werden wir uns ein bisschen bewegt, wieder. Ja. Ausmessen. Taktik. Das ist wichtig, ist auf jeden Fall mal mehr nach genau. Auf jeden Fall krass. So, komm. Mach mal Stampf mir die da. Verdammt noch geile Attacke. Ach, 8 Schaden, na, so eigentlich lohnt sich ja auch diese 8 Schaden, die mir so bringen. Cool, auf jeden Fall, ganz cool. So. Und dann einmal Lila Nummer werden, sehr schön, vielen Dank, auf jeden Fall, vielen Dank. Und dann vielleicht mal versuchen, ein bisschen Aktionspunkte zu sammeln, dass wir uns auch die Großaxt leisten können, dass wir uns auch hier richtig gut ihn halt auch so am Starten können, aber egal, kein Problem, alles gut. So. Kein Problem, wir haben mich einfach so vom Besieg gerade. Mit der Axt. Cool. Sehr schön. Geil Scheiß. Alles gut, vielen Dank. So. Und einmal bitte aufpassen. Dankeschön, vielen Dank. Ja. Und. Ja, Dankeschön, kein Problem. Okay, alles gut, Dankeschön. Jo. Ausmerzen macht er immer so gerne, ne? Dieser Fiesling. Aber jetzt habe ich halt auch einen Tatik. Guck mal hier. Hier. Boah, Alter. Ich habe nämlich gerade eine Tatik gehabt, dich fertig zu machen. Mit meinen Stampfen, die Attacke sieht echt krass, oder? Finde ich auch, ihr Lieben. Ist echt krass. Ich habe irgendwie nie gedacht, ob die Attacke irgendwie früher bei uns gab. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie früher vergessen habe zu nehmen oder so. Habe ich irgendwie gedacht. Doch, glaube schon. So, jetzt auf einmal habe ich irgendwie gedacht, ach oh, komm. Nehme ich sie mal im Team und dann habe ich mir. Alter. Habe ich mir einfach gerade gedacht, Alter, wie geil ist die Attacke, bitteschön. Und ich wusste davon gar nichts mehr, weil ich irgendwie alles so gut wie auch es nur geht aus dem Kopf vergessen habe, aus diesem Game. Mhm. Aber okay. So. Mach ihn fertig jetzt, mach ihn fertig. Ja, okay. Guck mal, er war dumm wie dämlich, aber ist egal. Guck mal. Er hat mir noch nicht mal versucht, einen Totenkopf abzusehen. Aha, okay, alles klar, vielen Dank. So. Nee. Der macht nur Scheiße, habe ich das Gefühl. Außer halt das, aber egal. Der macht halt nur Scheiße, habe ich das Gefühl irgendwie. Aber es hat kein Problem, wenn ich halt jetzt gewinnen kann, dann ist auch gut. Gut. Einmal bitte besiegen hier, vielen Dank, danke schon. Ja, alles klar, vielen Dank. Alles klar, danke schön. So. Und einmal leer machen, danke schön, vielen Dank. Und der macht 15 fucking Schaden. Nee, ich blocke 8 Schaden, okay, also 8 Schaden insgesamt nur habe ich bekommen, weil ich gerade geblockt habe, diesen Zauberstab. Und dieser fucking Mensch hat einfach gerade mal Vorschlag mit 5 Schaden gemacht, ey. Ich raste aus, ey. Aber okay, kein Problem. Und ja, kein Problem, wenn wir hier uns immer nur anstrengen können. Ja, guck mal an, wie krass das denn hier. Ja, guck mal an hier. Junge, einfach so schnell haben wir uns hier
schlagen und ja, wir haben uns auf jeden Fall auch so schnell einfach hier bewegt. Wir haben uns auf jeden Fall auch richtig schnell hier bewegt, dass wir uns auch echt gut mit sich haben und auch ja gut halt auch ihn fertig machen können. Sehr schön, auf jeden Fall, sehr gut. Ach schade, ach komm, ist egal, kein Problem. Ist doch kein Problem, ist alles gut, Baby, alles cool. So, wenigstens du siehst ihn da eben ohne Fell, wenn es geht. So, da oben. Weil sonst kann mich gleich bombardieren, dieser Schamane. Das wäre wirklich mal schade. Okay, Dankeschön, alles gut, Dankeschön, jo. Und weiter geht's. So, vielen Dank. Und er hat Fehler gemacht. Okay, ja, scheiße. So. Wir haben gewonnen, Bärview. Wir haben gewonnen. Und schade. Alles gut. So. Alles gut. Und ja. Ich kann gar nicht reden mehr. Ich habe gerade eine heisere Stimme irgendwie bekommen. Naja, egal. Zunächst mal. Und ciao. Einen schönen Tag noch.